Hallo, meine Lieben. Wie ihr euch sicher denken könnt, wieder mal ein Trip zur Ostsee. Und zwar natürlich Sondeln. Ja, keine Angst, Angeln geht bald los. Was ich noch kurz loswerden wollte, ich habe jetzt so mehrere Nachrichten bekommen und auch in einem Kommentar von meinem letzten Video, glaube ich, oder vorletzten, weiß ich jetzt nicht mehr. Kauf dir was Vernünftiges, wenn du es weitermachen willst, anstatt den Fischer F2. Also ich bin mit dem sehr zufrieden. Wenn ich nach jedem Rat jeden würde, den ich bekomme, hätte ich in der Zeit hier in den nicht mal 2 Monaten schon 50 verschiedene Metalldetektoren. Also wäre es nett, wenn er mir meine Erfahrung selber sammeln lässt. Wäre schon schön. Ich mache das schon. Also, und der Fischer F2 ist wirklich gut, kann ich nicht anders sagen. Ne? Ich mache meine Erfahrung selber, irgendwann hole ich mir einen neuen, aber bis dahin, ne? Ja, ich muss jetzt hier auch abfahren. Wir sehen uns dann gleich vom Strand, meine Lieben. Bis Danny. Meine Lieben, geht los. Dann sehen wir uns zum ersten Fund. Wie ihr seht, der Strand fast menschenleer. Fast menschenleer, ist das nicht schön? Ja, es ist früh um, was? 7:15. Ja, kann man hier noch ungestört treten. Wunderbar. Also bis gleich. Meine Lieben, erster Fund. Irgendeine vergammelte Münze. Müssen wir wieder zu Hause säubern oder versuchen zu säubern. Na, versuchen wir. Okay, erster Fund. Wo ist die Sau? Nächster Fund, meine Lieben. Undefinierbar. Bewegt sich? Hier zwischen ist ein kleiner Faden? Oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Sieht merkwürdig aus. Ja, undefinierbar. Ja. Was ist das? 5 Cent. Ich habe zwischendurch mal wieder 2 Cent kleine, also 2 mal 1 Cent gefunden, aber alles muss man hier nicht zeigen. Das ist ja eine spektakuläre. Ja, 5er. Oh, ich muss dauernd pissen von den Kaffee hier, ey. Oh, solange wie nicht so viele Leute da sind, geht das ja. So kannst du in den Büsche pissen, ansonsten hast du verschissen. Ja, da werde ich gleich mal rüber. Strahl in die Ecke stellen. Das schon wieder, das möchte ich auch mal wissen, ey. Sieht aus wie ein Nagel durch einen Stein durch. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Komisch. Und wieder ein Signal. Muss ich doch schon draußen haben. Wo ist er denn? Was ist das? Oh. Sieht aus wie eine Anstecknadel oder sowas. Ist das etwa Jolt? Ja, das ist auf jeden Fall so eine Anstecknadel. Aber bestimmt kein Jolt. Nee. Bestimmt nicht. Schön, es sollte Sylt sein. Wahrscheinlich. Hehe. Ja, meine Lieben. Wieder eine vergammelte Münze. Aber das müsste eine Euro-Münze sein, glaube ich, so her. So wie das aussieht. Ja, mal sehen. Herrliches Wetter hier wohnen, meine Lieben. Perfekt. Ich bin heute der Sentai hier irgendwie. Was ist das denn?
Ein Bohrer. Seit wann braucht man einen Bohrer am Strand? Kann aber nicht angehen. Ist damit in eine Nase gebohrt wahrscheinlich. Unglaublich. Wo ist er? Hier. Wird. Scheiße. Zeltheringe. Schweinebuckel. 5 Centi. Ich finde heute irgendwie nur Kleinkram hier. Nur Kleingeld. Scheiße. Naja, was soll's. Das gibt's doch ja nicht. Das gibt's doch ja nicht. Aber jetzt weg auch langsam blöde hier. Schon wieder so ein Kleinscheiß. 5 Centi. Heute nur. Und das alles Euros gewesen, weg schon hier. Reich heute. So, meine Lieben, mach Schluss heute. Seht ihr ja. Hier in so eine Anstecknadel. Einen Haufen Kleinpissgeld. Und den da. Den werde ich mal nachher reinigen. Also, ich hänge das Video hinten noch dran. Wenn ich den einigermaßen sauber kriege und dann werden wir das Geheimnis lüften, was das denn nun war. Ich denke mal, das ist auch wieder so weit wie ein Reichspfennig. Vermutig. So, dann sehen wir uns gleich. Bis Daddy.